Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Tag 3 des One Week Follow Me Arounds. Was ein Wort. Heute ist Mittwoch, das heißt bei euch Donnerstag und das Video beginnt, wie ihr seht, mal nicht schon im Stall, sondern bei mir zu Hause. Das hat einen Grund, das werde ich euch gleich aber noch erzählen. Ich möchte erstmal ein ganz anderes Thema auffassen und zwar ist das ja jetzt sehr schön, weil ich sehr zeitnah auf eure Kommentare reagieren kann. Das heißt, gerade jetzt auf das erste Video. Das zweite Video geht, glaube ich, gleich im Moment online. Und ich möchte da halt nochmal auf einen Punkt speziell eingehen, wo auch viel drüber diskutiert wurde unter dem Video. Und zwar das Thema, warum reite ich mit Sporn? Erstmal muss ich sagen, ich finde das wirklich gut, wenn es auch konstruktive Diskussionen unter Videos gibt. Das Wort liegt hier auf konstruktiv. Ja, also ich habe nichts dagegen, wenn Leute was fragen. Ich antworte auch super gerne drauf. In dem Fall waren jetzt einfach einige schon viel schneller, die drauf geantwortet haben. Aber das artet manchmal in ein wildes Hin und Her aus, weil der eine hat seine Meinung und der andere hat seine andere Meinung und nur die eine Meinung, die zählt und alles andere ist... Leute, auch wenn ihr anonym in Anführungszeichen aus dem Internet schreibt, bitte achtet einfach ein bisschen drauf, dass ihr euch nicht auseinandernehmt und dass ihr halbwegs freundlich miteinander umgeht. Es ist kein Problem, wenn einer die Meinung hat, ein anderer die Meinung. Man muss nicht immer derselben Meinung sein. Daher einfach mal meine Bitte für die nächsten Videos oder generell für alles, was ihr immer macht, seid einfach nett und freundlich zueinander, weil dann kann man auch noch mal viel besser diskutieren und kriegt nicht immer so einen kompletten Gegenwind. Jetzt möchte ich aber auf den Punkt eingehen, warum reite ich mit Sporn? Viele haben das schon sehr schön immer erklärt. Es gibt dieses eine Stichwort, die Sporen sind da, um die Hilfen des Reiters zu verfeinern. Richtig. Und wir wissen auch, ja, die Sporen sind nicht dafür da, dass wir unser Pferd vorwärts reiten. Also den vorwärts schneller laufen lassen. Auch das ist richtig. Es gibt natürlich verschiedenste Arten von Pferden. Eigentlich war es jetzt sehr interessant, weil die Julia jetzt zum Beispiel da war und den Ruby geritten hat. Ich weiß nicht, ob ihr das Video vielleicht gesehen habt. Und Julia sagt ja auch zum Beispiel, ihr Pferd ist auch immer sehr triebig und sie war eigentlich sehr überrascht, wie extrem triebig Ruby ist. Ruby ist schon immer sehr triebig. Triebig in der Art einfach, dass er nicht jetzt auf den Schenkel nicht reagiert, aber dass die Impulse, die man vom Schenkel gibt, einfach nicht immer ankommen, also auch mal ignoriert werden. Das hat nichts mit dem Vorwärtsreiten zu tun, sondern einfach den Impuls. Weil was machen wir mit unseren treibenden Schenkel oder beziehungsweise generell mit unseren Schenkelhilfen? Wir geben Impulse. Und damit können wir quasi einfach mit den Sporen diese Impulsen verstärken. Ja, und je nachdem, es gibt natürlich Pferde, da braucht man keine Sporen. Und oh Gott, ich beneide diese Leute, die wirklich solche Pferde haben, die so fein auf dem Bein reagieren, dass man nichts an Hilfsmitteln braucht. Und auch ich bin auch schon solche Pferde geritten und natürlich liegt auch bei solchen Pferden das Bein automatisch viel ruhiger, weil es man als einfach differenzierter einsetzen kann. Ja, und das ist halt zum Beispiel bei Ruby nicht möglich. Also wenn ich mein Bein ruhig lege und nichts mehr mache, dann macht auch das Pferd irgendwann nichts mehr. Ja, dann gibt es natürlich auch Pferde, die sind zum Beispiel super gehfreudig, aber reagieren halt auch nicht auf die Impulskontrolle so ein bisschen am Bein. Ja, dann nimmt man dann die kleinen Sporen, dass man einfach so ein bisschen punktueller einwirken kann als nur mit der Wade, weil die Wade, das ist ja sehr großflächiger Bereich, der dann am Pferdebauch quasi wirkt und mit dem Sporen kann ich natürlich schon ein bisschen punktueller einsetzen. Natürlich ist es auch so, dass man den Sporen nicht dauerhaft einsetzt, das ist natürlich auch richtig, ja. Es tut mir auch leid, wenn ich da vielleicht mal ab und zu ein unruhiges Bein hatte oder vielleicht mal nicht nur einmal mit dem Sporn kam, sondern zweimal. I'm not perfect. Also wenn ich perfekt wäre, würde ich Ingrid Klimke heißen. Ja? Und ich finde es halt einfach auch wichtig, dass ihr auch seht, das Real Life ist nicht perfekt. Wir sind alle keine perfekten Reiter. Und ich erst recht nicht. Und jeder, der mich kennt oder der mich auch anspricht und fragt, der weiß auch, dass ich nie sagen würde, ich reite gut oder ich reite perfekt. Nein, also ich habe halt einfach meinen Stil über die Jahre entwickelt und es ist einfach so, wie es ist. Noch einmal noch mal kurz darauf, was bewirkt dieser Sporenimpuls, den wir quasi geben? Was soll das überhaupt bringen? Da gibt es eigentlich eine ganz einfache Erklärung für, die tatsächlich auch, glaube ich, keiner geschrieben hatte. Und zwar, wenn ich mit dem Bein komme und den Sporenimpuls gebe, zum richtigen Moment passiert was? Ich reize quasi die Bauchmuskulatur und die Bauchdecke spannt sich an. Jeder kennt das, der vielleicht mal auf dem Pferd saß und mal vielleicht auch mal zu doll mit dem Sporn gekommen ist oder
halt einmal mal doller kommen musste, damit man halt einfach mal eine Reaktion auch auf den Schenkel bekommt, ne, dass die Pferde dann einmal so machen. Ja, und das passiert, ne? Also wir geben dem Bauchmuskulatur einen Reiz, die Bauchdecke spannt sich an und der Rücken kommt hoch. Und was passiert, wenn der Rücken hochkommt? Die Hinterhand tritt aktiver unter dem Schwerpunkt, also sie tritt mehr nach vorne. Ja, und das ist eigentlich das, was wir mit dem Sporen erreichen wollen. Nicht, dass das Pferd schneller wird, sondern dass es aktiver in der Hinterhand wird. Und was bedeutet aktiver in der Hand? In der Hinterhand, wir schmeißen den Motor hinten mehr an, das Pferd kommt nicht mehr so viel auf die Vorhand, was ein ganz wichtiges Thema ist, weil wer sich ein Pferd von der Seite einfach mal anschaut, der sieht ja, dass die Gewichtsverteilung so ist, dass die Vorhand mehr Gewicht trägt als die Hinterhand. Und wenn ich die Hinterhand nicht aktiviere und das Pferd nur auf der Vorhand rumreite, ist das schädigend fürs Pferd. Und das ist einfach das Thema, wovon wir sprechen. Ja, das ist einfach, ich kann über die ganzen Jahre sagen, ich reite zwar nicht perfekt, aber mein Pferd war nie aus irgendeiner Weise krank oder aus, was weiß ich, verletzt, weil ich es mit meinem Reiten dahin gebracht habe. Nein. Ja, also der hatte nie Probleme im Rücken, der hatte nie Probleme mit irgendwas, was mit dem Reiten zu tun hatte. Ja, der ist halt ein Dappes, da verletzt er sich halt einfach mal öfters. Ja, aber das kann ich in 14 Jahren wirklich einfach davon behaupten, ja, dass ich vielleicht nicht den schönsten Sitz habe. Ja, aber das, was ich mache, kommt auf jeden Fall an und es ist nicht schädlich fürs Pferd. Und da sind wir halt einfach bei diesem Thema, ne? Das ist einfach auch, was passiert, die Hinterhand kommt runter, unser Pferd läuft im Takt, ne? Erster Punkt, Ausbildungsskala des Pferdes, ihr kennt sie alle. Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, Schwung, gerade Richtung Versammlung. Und nach diesem Leitfaden müssen wir uns alle richten, egal ob wir Dressurreiter, Springreiter, Buschreiter sind, ob wir nur am langen Zügel ins Gelände reiten oder ein bisschen in der Halle rumdümpeln und vor uns hinreiten. Das ist wichtig. Diese Ausbildungsskala hat einen Sinn, dass wir unsere Pferde einfach gesund halten. Die Gesunderhaltung unseres Pferdes hat genau damit auch zu tun. Das war jetzt alles ein bisschen ausschweifend. Da kommt der Theoretiker mir, die Reitlehrerin, wieder durch. Ich hoffe, ihr habt das jetzt so verstanden überhaupt, wie ich das einfach euch jetzt hier so mal in die Kamera geschmissen habe. Aber es war mir einfach nochmal wichtig zu erklären. Wie gesagt, Ruby ist halt einfach ein Pferd, der ist nicht nur atriebig, sondern er braucht halt einfach mehr Unterstützung, um Impulse geben zu können, damit die Reaktion schneller kommt. Weil ohne die Unterstützung am Bein würde halt einfach die Hinterhand nicht unter den Schwerpunkt kommen, der Rücken drückt sich weg, ja, und das Pferd würde einfach nicht mehr, ja, korrekt einfach laufen. Genau. So viel dazu. Das war jetzt Theorie am Anfang. Oh Gott. Wir beginnen jetzt eigentlich mit dem eigentlichen Video, denn deshalb fange ich auch zu Hause an. Ich mache ja jeden Tag einmal bei mir zu Hause Futter fertig, und zwar diese extra Abendportion, die Ruby immer bekommt. Und da wollte ich euch einmal jetzt kurz zeigen, wo sie Stor alles so reinschmeißt. Dafür gehen wir jetzt einfach mal eine Etage tiefer im Keller. So, da sind wir nun also im Keller und wir machen jetzt Rubys Abendportion, ich nenne es immer vierte Portion, fertig, weil tatsächlich war es ja so, dass ich viele Jahre lang immer mein Pferd auf Dauerdiät halten musste. Jetzt muss ich halt zugucken, dass er ein bisschen vielleicht am Gewicht auch zunimmt, beziehungsweise es hält, was er jetzt hat. Diese Eimerchen hier zum Beispiel, die habe ich bei Real gekauft, nennt sich Gefrier- und Frischhaltebox. Sind 3 Liter ungefähr. Das reicht für meine Abendportion reicht das vollkommen aus. Und ja, dann, ich mache immer einen sogenannten Schichtsalat, nenne ich das immer, weil ich so verschiedene Sachen einfach schichte. Und fangen wir an. Wichtig ist bei mir, ihr seht, ich habe eine Waage, weil ich wirklich immer grammgenau alles abwiege. Beginnen tue ich mit 250 Gramm von dem Marstall Vito. Das ist ein getreidefreies und melassesfreies Müsli, was auch eben Zucker und Stärke reduziert ist und damit halt super geeignet ist für Cushing-Pferde. Als nächstes folgen meine Kräuter. Im Moment gebe ich Rosmarin, Salbei und Teufelskralle dazu zur Unterstützung von Magen, Darm und Gelenken. Es folgt Aminomuskel Plus, auch vom Marstall. Das ist quasi Unterstützung für den Muskelaufbau. 90 Gramm gebe ich hiervon. Aktuell, ich bin das so ein bisschen am Steigern. Es folgen 40 Gramm Bierhefe sowie
40 Gramm Sojaschrot. Das ist zusätzlich einfach nochmal zur Unterstützung des Muskelaufbaus und der Gewichtszunahme bei Ruby. Und dann, was ganz Verrücktes, was habe ich jetzt neu für uns entdeckt? Hanfschrot. Das ist eigentlich so ziemlich gut für alles. Und ja, das müsst ihr euch mal durchlesen. Das wäre jetzt viel zu lang, diese Liste aufzuzählen. Auf jeden Fall ist es natürlich auch gut für Pferde mit Stoffwechselkrankheiten, aber auch allgemein, weil das einfach sehr gut für den fürs Immunsystem, für die Nervenzellen und ach, was weiß ich. So viele Sachen kann das angeblich. Ich muss sagen, Ruby frisst es echt sehr gut. Und ich finde auch, seitdem er das bekommt, doch merkt man ihm schon an, er ist noch mal einen Ticken wacher. Das Fell sieht super geil aus. Also er scheint irgendwie zu wirken. So, und zum Schluss folgen noch mal 250 Gramm Müsli. Ja, das ist jetzt ein knapper Kilo Zusatzfutter, was der Ruby abends dann noch mal extra bekommt. Dafür gibt es natürlich noch ein paar Leckerchen dazu. Dafür gehen wir jetzt aber einmal wieder nach oben in unsere Küche. Nun machen wir noch die kleine Leckerei fertig, die Ruby zu seinem Abendmüsli bekommt. Und zwar ist es eigentlich ganz einfach. Auch hier habe ich so eine kleinere Dose. Da kommt erstmal eine normale Möhre rein zur Begrüßung. Und dann nehme ich meistens so anderthalb Möhren, die ich allerdings klein schneide. Und ja, ich weiß, man muss aufpassen wegen Schlundverstopfung, weil die Pferde es halt einfach schlingen können. Ruby ist Gott sei Dank einfach ein Kandidat, der insgesamt generell alles immer sehr klein kaut. Also er kaut sogar einen kleinen Apfel, der nur so groß ist oder so. Der beißt da fünfmal ab und zerkleinert da. Außerdem brauche ich immer ein Karottenstück dann daraus für die Tablette. Wenn er viel arbeitet, also wenn er jetzt zum Beispiel wie vorgestern mit dem Reiten, also wo er wirklich viel körperlich gearbeitet hat, dann kriegt er meistens auch nochmal eine Birne mit dazu. Aber halt das wirklich nur, wenn er sich ausgiebig betätigt hat, also wenn er wirklich seinen Stoffwechsel und alles in Schwung bekommen hat und halt eben auch wirklich verbrannt hat, weil er halt einfach sonst das Thema ist, dass es zu viel Zucker für ihn wird und er darf ja eigentlich keinen Zucker. Also eigentlich ist das schon sehr nett gemeint, aber ich meine, alles konnte ich ihm nicht streichen, deshalb kriegt er das, ich meine, das ist so eine Menge, das ist ja nicht viel, ne? Also das ist ja jetzt, da lachen ja die Pferde drüber. Aber das ist halt einfach, geht nicht anders, ne? Alles andere wäre halt einfach schädlich für ihn. Da ich jetzt noch nicht weiß, ob wir heute wirklich komplett viel schaffen, nehme ich halt meistens einfach die Birne immer auf Verdacht mit. Und wenn wir sie nicht brauchen, nehme ich sie wieder mit nach Hause. So einfach ist das. Ja. Damit sind wir hier bei mir daheim fertig. Und dann würde ich sagen, geht's auf den Stall. Sind wir nun im Stall, oder beziehungsweise bin ich im Stall. Das wird heute nämlich sehr spannend. Ich werde euch nicht so viel zeigen können heute, weil ich nämlich komplett alleine bin. Und alleine filmen ist ja immer so ein Thema, das wisst ihr ja selbst. Ich habe gerade schon Ruby Hallo gesagt, der steht da und frisst dann Heu. Mal, aus der Perspektive sieht er aus, als ob er einen riesen Bauch hatte. Also er hat ein Pläutchen, aber so schlimm ist es nicht. Und ja, was machen wir heute? Ich reite heute Abend um 20 Uhr bei uns in der Reitstunde mit. Das ist so eine Gruppenreitstunde. Das mache ich total gerne. Erstmal macht es mir sehr viel Spaß. Zweitens ist es immer mal gut, dass jemand drauf guckt bei mir auch einfach, weil ich halt einfach nicht mehr so intensiv Unterricht reite wie früher, also eigentlich gar nicht mehr. Und ja, was es halt für mich immer sehr gut ist, dass man halt so ein, ja, man fügt sich dem Flow der Stunde an, ne? Also wenn man alleine reitet und jetzt auch, wenn keine Kamera dabei ist oder sowas, dann ist man, das kennt bestimmt jeder von euch, auch mal so, dass man nach 20 Minuten auf die Uhr guckt und, oh ja, war ja gut, hören wir auf für heute. Ja, und durch so eine Reitstunde, die geht halt eine Stunde lang, klar mit Schritt und allem drum und dran, aber trotzdem ist man halt so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen gezwungen, hört sich so blöd an, aber man fügt sich automatisch so diesen Rhythmus der Stunde, ne? Also deshalb ist es einfach gut für mich selbst und auch gut für Ruby, weil wir halt einfach unsere Kondition weiter aufbauen, unsere beider, weil auch ich bin nach einer halben Stunde Reiten platt. Und deshalb macht es einfach super viel Spaß. Also das heißt, ich reite in der Hinsicht nicht viel Lektion, sondern eigentlich wirklich nur Lockerungsarbeit. Und ein bisschen klar, ein bisschen aussetzen, ein bisschen aufnehmen, aber jetzt keine lektionsmäßig, sondern Übergänge und sowas. Halt einfach arbeiten wir an der Losgelassenheit, sag ich jetzt mal. Ja, so kann man das gut erklären. Bei der ganzen Stunde.
Da das aber jetzt relativ, weil ich immer nicht weiß, wie viele mitreiten, weil das ja auch bei uns, auch wie viele Schulreiter bei uns haben, immer sich relativ spontan entscheidet, bin ich jetzt eigentlich viel zu früh am Stall und habe jetzt noch knapp 3 Stunden Zeit, 2,5 Stunden Zeit, bis die Reitstunde anfängt. Ja, aber das macht nichts. Ich mache jetzt einfach so ein paar Sachen, die ich sonst danach erledige. Also Futter hier im Stall schon mal richten und hänge mir gleich zumindest schon mal alles hin, dass ich dann nachher nur noch putzen muss und satteln muss und Schritt gehen muss und reiten muss. Und ja, dann soll gar nicht richtig. Also euch hat er noch nicht Hallo gesagt. Mir hat er schon Hallo gesagt. Er hat sich schon sein Möhrchen abgeholt. Aber müssen wir wenigstens mal, ich gehe mal hier auf die andere Seite. Das ist übrigens sein Paddock. Ist immer schön, wenn es geregnet hat, da kommen nämlich da über die Mauer immer die ganzen Nacktschnecken, eklig. Ja, hallo! Das heißt, du hast schon wieder ein versipptes Auge. So, sauber. Alles gut, mein Schatz? Und weil einige von euch unter dem ersten Video auch gefragt haben, wegen dem Stirnband und wegen dem Armband, ihr habt natürlich recht, das ist von Magic Tech, also hier habe ich jetzt die Kombination heute in Lila. Und jetzt putzen wir mal das größte Stickerchen, besonders wir, also ich. Und dann machen wir den mal fertig. Ja, ne? Und was auch noch ein paar von euch gefragt haben, ob mein Pferd nicht auf Koppel steht. Natürlich steht mein Pferd auf Koppel. Mein Pferd steht nur halt einfach vormittags draußen, wo ich auf der Arbeit sitze. Und ich habe auch, wenn nur einen schwachen Beweis, weil Ruby sich nicht so sehr einsaut, aber Matschflecken. Dann zeige ich euch gerade nochmal das fertig angezogene und hochmotivierte Pferd. Ja, wie gesagt, heute mit Hühn. Lila Bling Bling. Man sieht es halt auf der Kamera nicht so gut. Aber anders geht's heute nicht, gell? Ja, so. Dann wollen wir mal in die Halle marschieren. Komm. Auf geht's. Los geht's in die Halle. Ein bisschen kann ich euch noch mitnehmen und dann muss ich euch gleich weglegen. Jo. So ist das. Kein Reitvideo heute für euch. Aber ihr habt ja vom Montag schon eins gehabt, ne? Ist ja schon besser als keins. Ja. Ich habe heute noch ein Testobjekt an, nämlich die Reithose von Rider Steel. Das ist nämlich noch ein Nachzügler, die noch in meinen Reithosen-Grip Vergleich quasi reinkommt. Auf das Video könnt ihr euch dann auch freuen, weil das wird dann kurz nach der die One Week fertig ist, kommt das dann online als nächstes. Denke ich als nächstes oder übernächstes. Und das ist ganz interessant dann mit anderen Reithosen auch von Animo, Piqueur, Cavallo, Equiba for Riders und Kingsland ist mit dabei. Ja, und wir reiten jetzt noch ein bisschen Schritt und dann geht es gleich schon los für uns. Fertig. Jo, Schatzige. Und er war wieder ganz gut heute. Haben viel Trabarbeit gemacht, hat uns beide ziemlich angestrengt. Aber hat echt Spaß gemacht, hat gut mitgearbeitet. So, ich habe jetzt alles weggeräumt, fertig gemacht. Ich habe euch das jetzt heute mal alles erspart und da wartet schon jemand, weil wir geben jetzt das vorbereitete Abendmüsli. Hoppala. Wenn ich das in den Trog gebe, dann mische ich das quasi noch mal einmal durch, dass sich das wirklich auch alles gut vermengt. Ja, da kann schon wieder einer nicht abwarten. Ne? Das ist übrigens das Schöne, seitdem ich das Futter gewechselt habe, steht er jetzt immer abends hier und wartet und meckert, weil er sein Essen haben will. Und dann gibt es noch ein bisschen Öl. Das ist aber jetzt anderes Öl in der Flasche, als draufsteht, weil da habe ich auch vom Marstall das Lein-Distel-Öl. Und weil er natürlich heute so schön mitgearbeitet hat, dann hat er sich auch sein Birnchen wirklich verdient heute. Ja, gib mir mein Essen schneller. Lass dir schmecken, mein Schatz. Bis morgen, mein Engel. Ciao, mein Engelchen, gell? Hast du gut gemacht heute. Super. Und das war's auch schon. Ich mache mich jetzt auch nach Hause. Naja, fast. Also wir setzen uns jetzt noch mit den Leuten aus der Reitstunde ein bisschen zusammen, aber dann nehme ich euch jetzt nicht mehr mit. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis morgen.